So, mit uns in der Session ist jetzt auch der Marc Bauer. Der Marc Bauer ist ja auch so ein kleiner Technikfreak, also technischer Background, Linux, Unix, war in meinem Studium auch so. Ja, die ganzen Kollegen haben die ganze Zeit Linux-Kernel kompiliert. Du hast studiert? Ja, ich habe es so gemacht und am Schluss einen Zettel gekriegt. Und während ich halt meine Arbeit in Word verfasst habe, und dann ist es halt natürlich abgestürzt, natürlich ist verloren gegangen, aber die Kollegen, die ich da hatte, die haben halt irgendwie 15.000 verschiedene Linux-Kernel in der Zeit kompilieren müssen. Ich glaube, der Marc, der gehört eher so in diese Linux-Kernel-Kompilierungstruppe rein. Seit 15 Jahren schon die ersten Berührungen mit Agilität, Scrum, bemüht sich oder ist kurz davor, auch ein Scrum-Org-Trainer zu werden. Und ein großer Fan von Kanban, ist da auch Trainer im Kanban. Und Kanban, da spielen ja auch Zahlen eine wichtige Rolle, Metriken. Und darum dreht sich dieser Vortrag, ja, wann welche Metriken wo Sinn machen und wie man die dann auch reflektiert, weil man muss Metriken auch immer wieder mal als Metrik hinterfragen und überlegen, geht es nicht? Sicherlich auch ein sehr interessanter Vortrag, auch für uns als Cybert Media, denn im Endeffekt wird der Software immer abverlangt, dass sie halt eben Metriken ausspucken muss und dann halt eben auch mal zu sehen, welche Metriken das sind und warum. Das ist natürlich sehr interessant. So, dann würde ich sagen, Marc, leg los. Ja, wunderbar. Hallo zusammen. Vielen Dank für die Intro, Felix. Du hast ja jetzt im Prinzip schon alles gesagt. Ja, Marc Bauer, komme aus dem Sauerland, lange in Dortmund gewohnt und dann habe ich mich überall rumgetrieben. Und jetzt bin ich in Nordhessen gelandet. Linux-Kernel habe ich schon lange nicht mehr kompiliert, aber ich habe noch Linux-Systeme am Laufen und wenn ich ein bisschen Zeit habe, auch viel Spaß damit. Ja, ich habe eine gewisse Begeisterung für Kanban, für Scrum, kombiniere das auch gerne und mit Sicherheit durch meine Beschäftigung mit Kanban hat das meine Begeisterung für Metriken geweckt. Und ja, gucken wir uns das doch einfach mal an. Also das Thema ist, wie fit ist dein System? Wir kümmern uns um Fitness, Gesundheit von Metriken, von Systemen. Und wir kümmern uns ja auch um unsere eigene Gesundheit und Fitness. Und wir tragen Fitnessarmbänder, die unsere Schritte zählen. Wir machen Sport, gehen ins Fitnessstudio und interessieren uns für gesunde Ernährung. Und ich wette, spätestens im Januar sitzen wir alle wieder da und haben ein schlechtes Gewissen, weil das haben wir alles nicht gemacht und möglicherweise über die Feiertage auch wieder zu viel gegessen. Doch wie messen wir das denn eigentlich? Fitness, Gesundheit und was davon können wir in unseren beruflichen Kontext übertragen? Schauen wir uns die unterschiedlichen Lebensformen an, dann müssen wir die Frage nach Gesundheit und Fitness anhand der unterschiedlichsten Merkmale beantworten, wenn wir sie denn überhaupt beantworten können. Von den Viren wissen wir im Moment leider nur zu gut, dass sie sich vermehren und dass sie einer Evolution unterliegen. Es wird allerdings noch diskutiert und im Moment ist der Status, Viren leben nicht, sondern sind lebensnah. Also Viren gehören gar nicht offiziell zu den Lebensformen. Wenn ich jetzt entscheiden muss, geht es einer Pflanze gut oder nicht, dann kann ich als Laie, gucke ich da außen drauf und denke, okay, die lässt die Blätter hängen, wahrscheinlich fehlt Wasser. Ich habe auch Zimmerpflanzen gehabt, die haben auch die Blätter hängen lassen, weil ich zu viel Wasser reingekippt habe. Also auch schwierige Sache. Wenn ich mir die komplexe Welt der Tiere angucke und da genau mir mal die Wirbeltiere angucke, dann ist das Ganze schon ein bisschen interessanter und spannender. Wirbeltiere sind komplett unterschiedlich. Wir haben einen riesengroßen Bereich an Tieren, an verschiedenen Lebensformen innerhalb der Wirbeltiere. Die haben aber gewisse Gemeinsamkeiten. Die haben alle ein mehrteiliges Gehirn. Das Gehirn ist mit dem Peripheriesystem verbunden. Die haben ein geschlossenes Herz-Kreislauf-System, Nieren, hochentwickelte Augen. Und wenn ich jetzt bei Wirbeltieren Metriken erheben möchte, um so abzuschätzen, wie gesund sind die eigentlich oder wie fit sind die Tiere,
dann kann ich auf sehr ähnliche oder sogar gleiche Metriken zurückgreifen. Schauen wir uns die Metriken mal an. In der Notfallmedizin, da gibt es den sogenannten diagnostischen Block. Der diagnostische Block umfasst die Kontrolle von lebenswichtigen Funktionen und er dient dazu, den Zustand von einem aufgefundenen Notfallpatienten einzuschätzen und sehr schnell die richtigen Maßnahmen einzuleiten und zu ergreifen. Der diagnostische Block besteht aus Atmung, aus Puls, Blutdruck, Bewusstsein und der Körpertemperatur. Das sind Parameter, die in der Pflege und im Krankenhaus täglich überprüft werden. Wer kennt das nicht, dass die Schwester reinkommt und einen morgens weckt, Blutdruck, Puls, gut. In der Intensivmedizin werden genau diese Parameter rund um die Uhr gemonitort und ausgewertet. Dadurch habe ich eine Kontrolle, ob eine Behandlung anschlägt, den gewünschten Effekt erzielt oder aber ob es zu Nebenwirkungen kommt, wo ich dann wieder einschreiten muss. Diese Parameter, dieser diagnostische Block, der ist sozusagen universell und findet auch in der Veterinärmedizin Anwendung. Wir müssen ihn nur je nach Tier unterschiedlich interpretieren. Eine Springmaus ist tiefenentspannt mit einem Ruhepuls von 1000 Schlägen die Minute. Ich glaube, für uns wäre das nicht so richtig gesund. Wenn ich darüber hinaus weitere Informationen über meinen Körper ermitteln möchte, dann gibt es zahlreiche weitere Parameter. Hier muss ich mir aber vorher überlegen, was dieser Parameter aussagt, was ich mit dieser Information mache und wie aufwendig ist es, diesen Parameter zu erheben. Das, was wir in der Medizin nicht hinterfragen und vermutlich alle positiv sehen, das ist das Erheben von Daten, um den Gesundheitszustand einzuschätzen und den Verlauf und Erfolg einer Behandlung zu kontrollieren. Vermutlich zeichnen bei ganz vielen von euch gerade jetzt eure Fitness-Tracker, eure Smartwatches auf, wie viel ihr euch heute bewegt habt. Und ich wette auch, ein paar von euch haben heute schon ein- oder zweimal das Signal bekommen, steh mal wieder auf und beweg dich mehr. Daten gehören also zu unserem täglichen Leben dazu. Und sie sind auch aus manchen Bereichen überhaupt nicht mehr wegzudenken. Wer guckt nicht einmal am Tag auf den Ladezustand von seinem Mobile Phone? Was würdet ihr machen, wenn in eurem Auto die Tankanzeige kaputt ist? Ihr könnt ja auch ohne auskommen. Jeder weiß, mein Auto verbraucht so und so viel Energie auf 100 Kilometer. Fahre ich halt nach einem Tageskilometerzähler. Sollte doch kein Problem sein. Wie? Das ist zu ungenau. Der Verbrauch ist abhängig von so vielen Faktoren. Stadtverkehr, Überland, Autobahn, Stau, Stop and Go. Da frage ich mich manchmal, wenn ich die Tankanzeige sofort reparieren lasse, warum ich in meinem beruflichen Umfeld mich so gerne auf Schätzungen und Bauchgefühl verlasse und darauf zurückgreife und Daten oft kritisch hinterfragt werden und betrachtet werden. Daten sind nicht böse. Die Frage ist, was mache ich mit den Daten und wann erhebe ich welche Daten für was? Gucken wir uns mal die Organisationsform an, in dem wir uns tagtäglich alle bewegen. Auch hier habe ich unterschiedliche Komplexitäten. Ich habe vielleicht ein Ein-Mann-Unternehmen, ich kann selber eine App entwickeln und vermarkten, End-to-End, ich habe alles in meiner Hand. Möglicherweise bin ich Teil eines agilen Teams. Wir haben ein Startup, wir haben einen Product Owner, wir haben alle Fähigkeiten, ein Produkt zu entwickeln. Wenn die Komplexität steigt und unsere Produkte größer und komplexer werden, dann benötigen wir Skalierung, dann sind wir auf einmal vielleicht in einem Team of Teams, in einem agilen Train oder sogar in einer Large Solution. Wenn ich dann noch komplexer unterwegs bin, große Organisationen, die ein Portfolio oder sogar mehrere Portfolios haben, dann habe ich noch eine steuernde Ebene oben drüber, die sich um Abhängigkeiten zwischen meinen Systemen, zwischen den Trains und Large Solution Einheiten in meinem Portfolio kümmert und da Abhängigkeiten managt. Diese unterschiedlichen Organisationsformen sind unsere Antwort auf die unterschiedliche Komplexität der Produkte, die wir handeln.
Und für all diese Organisationsformen müssen wir uns überlegen, welche Parameter helfen uns, um einzuschätzen, wie fit ist denn eigentlich unser System und in welche Richtung entwickelt es sich. Zum Glück gibt es auch hier allgemeingültige Parameter, sozusagen der diagnostische Block für Organisationsformen. Ich muss mir immer die Frage stellen, was für einen Wert liefere ich? Ich liefere Wert an meinen Kunden und wenn ich das nicht machen würde, dann wäre meine Organisation auch nicht mehr lange am Leben und nicht mehr lange existent, weil nur so generiere ich Wert. Ich kann es nur machen, wenn ich auf Nachhaltigkeit achte. Es nützt mir nichts, wenn ich meine Mitarbeiter, meine Teams verbrenne, wenn ich dazu viel Energie rausziehe. Ich brauche das richtige Maß an Qualität. Ich muss mich um Quantität kümmern, wie viel liefere ich? Und ich muss mich um Geschwindigkeit kümmern. Wie schnell liefere ich denn eigentlich? Und eine Frage, die früher wichtig war, die heute wichtig war, die in Agilität wichtig ist, wann kriege ich denn was geliefert? Und da brauchen wir eine Antwort drauf. Wir müssen eine Aussage treffen können, wann passiert denn was. Wichtig ist, das müssen wir verstehen, und das ist das Gleiche wie auch in der Medizin, wir können diese Parameter nicht isoliert und getrennt voneinander beobachten. All diese Parameter beeinflussen sich gegenseitig. Wenn ich auf einen Parameter mich fokussiere und den messe und versuche, den zu verbessern, dann habe ich mit Sicherheit Auswirkungen auf andere Parameter. Ich brauche diesen diagnostischen Block, den ich als Ganzes betrachten muss, muss ihn erheben, messen und gucken, ob Maßnahmen funktionieren. Gucken wir uns die mal im Detail ein bisschen an. Mach viel Quantität, einfach zu messen, das ist im Prinzip der Durchsatz, der durch mein System geht. Wichtig ist hier, die absoluten Zahlen interessieren mich erstmal herzlich wenig. Das ist das, was wir jeden Tag in den Nachrichten im Moment sehen. RKI meldet die Corona-Zahlen. Und ob das jetzt 22.000, 23.000 oder 26.000 sind, sagt mir nur, es ist zu viel. Das, was interessant ist, ist, wie ist die Tendenz? Und im Moment können wir uns dafür feiern, dass wir dieses potenzielle Wachstum durchbrochen haben. Die Kurve geht nicht mehr so steil nach oben. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sagen, wir sind gut genug, weil die Kurve ist einfach flach. Deswegen auch hier ganz wichtig, die absoluten Zahlen auf der Y-Achse, die interessieren mich herzlich wenig. Ich muss diese Daten erheben über einen längeren Zeitraum und mir dann angucken, wie ist denn der Trend. Und ich muss mir bewusst sein, zu viel und zu wenig Fokus auf die einzelnen Daten wird auch zu Problemen führen. Durchsatz, Quantität, wenn ich da zu viel Fokus drauf gebe, wenn ich zu stark möchte, dass wir die Quantität erhöhen, ist das Erste, was oft und eigentlich fast mit Sicherheit leidet, ist die Qualität. Das andere ist meine Wertentwicklung. Natürlich suche ich mir dann die einfachen Features raus, die ich durch das System schieben kann, um meinen Durchsatz zu erhöhen. Aber die wichtigen, die vielleicht auch wirklich Kundenvalue liefern, die priorisiere ich runter. Habe ich zu wenig Fokus auf den Durchsatz, dann werde ich mit Sicherheit unzufriedene Kunden oder unzufriedene Stakeholder haben, weil kommt ja nichts raus. Qualität, großes Thema. Manchmal schwierig zu erheben und ist auch so ein bisschen Definitionssache. Gibt es auch die verschiedensten Möglichkeiten. Ich habe hier mal ein kleines Beispiel. Anzahl Hotfixes nach Release. Das ist eine Steuersoftware für mein Netzwerk, was ich hier zu Hause betreibe. Und noch nie war mir ein stabiles Netzwerk zu Hause so wichtig wie dieses Jahr. Die haben ein neues Release rausgebracht vor 3 Monaten. Ich war kurz davor zu installieren, hatte zum Glück zu wenig Zeit und habe mittlerweile gesehen, es gibt schon 10 Hotfixes dafür, weil danach das Netzwerk nämlich alles andere als stabil war. Ich freue mich jeden Tag, dass ich das nicht gemacht habe. Ich beobachte es aber interessiert. Ist mit Sicherheit ein Punkt für, dass die Qualität von dem aktuellen Release sehr schlecht ist. Möglicherweise betreibe ich einen Support oder ein Bugforum. Da kann ich auch dann eine Metrik drauf abbilden und gucken, wie viele Einträge habe ich da. Ich habe das schon erlebt, dass in solchen Foren die Einträge schneller in die Höhe gingen, als sie
internen Metriken, wo wir unsere Systeme gemonitort haben. Das Einfachste, was ich machen kann, ist, ich klassifiziere einfach die Items, die durch mein System gehen, und ich habe Bugs, Sachen, die von außen reinkommen, wo ich sage, da muss ich nacharbeiten, und ich habe alles andere. Darüber kann ich im Prinzip mir einen Prozentwert ausrechnen, nämlich Fehler versus alles andere, und das auch in einen Trend abbilden. Das ist relativ einfach. Auch hier gilt wieder, zu viel und zu wenig Fokus ist möglich. Man glaubt es kaum. Auch bei Qualität ist es möglich, dass ich da zu viel Fokus drauf gebe, weil ich kann mich auch zu Tode testen. Ich kann auch versuchen, wirklich null Fehler rauszulassen. Dann werde ich aber auch wieder meinen Durchsatz begrenzen. Dann werde ich meine Geschwindigkeit reduzieren. Dann ist mein Flow of Value auf einmal sehr niedrig, vielleicht sogar gegen null. Und was mir natürlich wehtut, wenn ich im komplexen Umfeld unterwegs bin, ich kriege kein Feedback mehr. Wenn meine Geschwindigkeit abnimmt, dann nimmt auch meine Möglichkeit, Verbesserungen, Feedback zu bekommen, Verbesserungen herbeizuführen, rasant ab. Zu wenig Fokus ist auch absolut schlecht bei Qualität. Kundenzufriedenheit mit Sicherheit geht nach unten. Ich habe jede Menge Nacharbeit. Die Produktionsprobleme werden steigen und meine technischen Schulden werden mir auch über den Kopf wachsen. Geschwindigkeit, Durchlaufzeit durch ein System. Es kommt in mein System, es verlässt mein System. Auch hier recht einfach zu messen, recht einfach zu erheben. Auch hier gucke ich mir nur den Trend an. Also ein Scatterplot-Diagramm spuckt im Prinzip jedes Ticket-Tracking-Tool aus. Mal mehr, mal weniger schön. Guckt euch an, wo seid ihr vielleicht im Median, und dann, wie entwickelt sich der Trend pro Zeiteinheit, pro Sprint von mir aus, pro Woche, was auch immer. Nehmt nicht zu große Zeitblöcke, sonst ist der Trend zu ungenau. Und fallt nicht drauf rein, damit im Durchschnitt zu arbeiten, weil das verwässert euch auch alles. 50% Perzentil kann man ganz gut mitarbeiten, weil, wie gesagt, die absoluten Werte sind gar nicht das Spannende, sondern wie entwickelt sich mein Trend. Zu viel Fokus auf die Geschwindigkeit. Ich verbrenne meine Leute. So, meine Mitarbeiter werden irgendwie sehr ausgelastet sein. Die werden nicht besonders glücklich darüber sein. Und natürlich auch hier wieder zu viel Fokus auf die Geschwindigkeit. Leidet meistens die Qualität. Ich werde mehr Defekte haben. Ich werde mehr Nacharbeit haben. Auch hier werde ich wieder einfachen Features den Vorrang geben vor den wichtigen, möglicherweise etwas komplexeren, aber value-generierenden Feature. Zu wenig Fokus auf Geschwindigkeit, ja, habe ich jede Menge Wartezeit. Der Kunde wird nicht unbedingt glücklich sein. Vorhersagbarkeit. Wie messe ich denn eigentlich Vorhersagbarkeit? Eine Grundvoraussetzung, um ein System zu generieren, was wirklich vorhersagbar auch Wert liefert, ist, dass ich die Anzahl der Arbeit, die ich im System habe, limitiere. Work in Progress Limit. Hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Und wenn ich das habe, heißt das im Prinzip auch, dass erst Arbeit in das System kommt, wenn Arbeit das System wieder verlässt. Also ich fokussiere mich darauf, Sachen fertigzustellen, und dann ziehe ich mir neue Arbeit ins System. Eine sehr elegante Metrik an der Stelle ist, ich kann einfach messen, habe ich mehr abgeschlossen als gestartet? Dann läuft mein System vielleicht gerade ein bisschen leer. Oder habe ich mehr gestartet als abgeschlossen? Der Idealzustand hier, wenn ich mich auf der Nulllinie befinde. Und auch hier gucke ich mir wieder die Metrik an und analysiere sie. Und tatsächlich auch hier, zu viel und zu wenig Fokus ist möglich. Wenn ich sage, der heilige Gral ist meine Vorhersagbarkeit, ich will auf gar keinen Fall, dass da sich irgendwas verändert, dann werde ich mir wahrscheinlich auch die Möglichkeit nehmen, mal wirklich über Innovation und Prozessverbesserungen nachzudenken. Dann werde ich auch wieder den einfachen, risikoarmen Features, wo ich sage, ich weiß aber ganz genau, wie lange die durch das System brauchen und wann ich die fertig habe, den Vorrang geben vor den notwendigen, wichtigen, wertvollen Features. Und zu wenig Fokus, da habe ich unglaublich viel Variabilität im System. Da liefere ich mal Wert, manchmal liefere ich keinen Wert. Ich kann meine Versprechen nicht einhalten. Schwierige Sache, wollen wir nicht haben. Die gute Nachricht ist, ich habe hier mal die Webseite von Troy Magennis rausgesucht, Focused Object.
Ich empfehle jeden, der sich da interessiert und der Montag damit starten möchte, solche Metriken zu erheben, diese Seite zu besuchen. Der hat ein Excel zur Verfügung gestellt, wo man diese Werte ganz einfach erheben kann. Und die gute Nachricht an der Stelle ist, ich brauche nicht mehr, für diese vier Werte brauche ich nicht mehr dazu, als wann starte ich mit Arbeit, wann höre ich auf mit der Arbeit, wann ist sie geliefert und die Art der Arbeit. Ist es ein Bug oder ist es alles andere? Exportiert mal eure Daten aus Jira, füttert das Excel damit und dann könnt ihr euch mit euren Teams zusammensetzen und diese Daten analysieren. Also absolut Focus Object, habe ich von Treu habe ich ganz viel mitgenommen und gelernt. Eine weitere wichtige Metrik ist Nachhaltigkeit. Wie ausgelastet ist denn eigentlich mein System? Wie ausgelastet sind meine Mitarbeiter? Wenn ich mich hier im Bereich 70 aufwärts Prozent bewege, dann bin ich nicht mehr in einem optimalen Bereich unterwegs. Dann wird meine Durchlaufzeit in die Höhe gehen, meine Defekte werden steigen, meine Kollegen werden unglaublich unzufrieden, die Kunden werden natürlich auch unzufrieden. Und wenn ich den ganzen Tag den Feuerwehrmann spiele, dann habe ich mit Sicherheit keine Zeit, mir Gedanken über Verbesserungen oder auch Innovation zu machen. Das zu messen ist schon ein bisschen schwieriger. Es kommt auf eure Organisationsform an. Wo seid ihr gerade unterwegs? Wo steht ihr? Mit kleinen Teams reicht es vielleicht, den Happiness Index, da reicht es sich zu unterhalten, Happiness Index abzufragen, gibt euch vielleicht schon eine gute Aussage. Wo stehen wir da? In großen Organisationen kenne ich, dass man den Net Promoter Score intern abfragt. Eine einfache Frage: Würdest du deinen Freunden empfehlen, hier anzufangen? Wenn da nicht genug Leute Ja sagen, auf jeden Fall, dann habe ich ein Problem. Ich kenne Firmen und Teams, die die Anzahl der Überstunden dem Scrum Master zur Verfügung stellen. Ich kenne eine Firma, die hat eine Stechuhr, sieht ein bisschen altmodisch aus, am Eingang. Und jeder, der rein und raus geht, der loggt sich da ein und aus. Das ist aber nicht, um die Mitarbeiter zu kontrollieren oder irgendwie die Überstunden zu ermitteln, sondern es geht einzig und allein an den Scrum Master, damit er sagen kann, ey, ich habe gesehen, du hast letzte Woche 60 Stunden gearbeitet. Was kann ich dir denn helfen, dass das nicht nochmal vorkommt? Ja, und wenn ich permanent in einer hohen Auslastung unterwegs bin, dann werden sich auch meine Krankheitstage in die falsche Richtung entwickeln. Möglicherweise auch das eine Möglichkeit, eine Metrik, die ich analysieren könnte. Kundenwert, wichtige Sache. Wir müssen Wert für unseren Kunden erheben. Auch wieder sehr abhängig von eurem Kontext. Ich kann es natürlich mit Net Promoter Score, ich kann meine Kunden fragen, ich muss vielleicht Interviews machen. Vielleicht habe ich auch einen sehr kurzen Draht zu meinem Kunden, dann hilft auch da das Gespräch. Vielleicht reicht es auch, wenn ich mit meinen Stakeholdern spreche und wir ein Vertrauensverhältnis haben und ehrliche Antworten bekommen. Hilft mir auch. Möglicherweise habe ich ein System, wo ich messen kann, was auch schon produktiv ist. Ich kann meine Klickzahlen analysieren oder aber auch, was ich sehr spannend finde, ausgelieferte Features. Wie oft werden die eigentlich benutzt? Und stellt euch mal vor, ihr merkt, die Features, die wir ausgeliefert haben, werden gar nicht benutzt. Das ist erstmal eine bittere Erkenntnis, aber dann könnt ihr euren Code wieder aufräumen und wertvolle Ressourcen freimachen. Das sind Metriken, die Vitalparameter für Organisationen. Auf jeden Fall, wenn ich die als Ein-Mann-Show oder in Teams erhebe, dann ist die Retrospektive innerhalb von einem Sprint oder einem Kanban-Meeting ist der richtige Ort, um die zu reflektieren, zusammen die Trends zu analysieren und zu überlegen, was sind denn Maßnahmen, die ich treffen kann. Wichtig an der Stelle auch, auf jeden Fall, wenn Arbeit im System geblockt ist, sammelt eure Blocker und analysiert die zusammen. Mit Sicherheit könnt ihr diese Blocker clustern und das ist den Grund für die Blocker. Das ist da, wo es sich lohnt, Maßnahmen gegen zu treffen. Was mache ich damit? Das sind natürlich Maßnahmen für meine Teams, für mich selber vielleicht. Aber es ist auch Input für einen Flow-Review, wenn ich nämlich jetzt eine Stufe höher gehe. Wenn ich sage, ich bin im skalierten Umfeld unterwegs, die Komplexität von meinen Produkten, die ich liefere, die ist so riesengroß, dass ich ein großes Team, ein Team of Teams brauche, ein Programm, ein HR-Release-Train oder sogar noch größer. Die gute Nachricht ist,
Die Parameter, die wir uns gerade angeguckt haben, die sind hier ganz genauso gültig. Analysiert die, weil jetzt haben wir auf einmal auch eine, spätestens jetzt haben wir eine End-to-End-Betrachtung. Guckt euch genau diese Parameter an und erhebt die Werte und analysiert die Trends. Eine meiner Lieblingsmetriken ist die Flusseffizienz. Auf dem Level absolut wichtig und essentiell meiner Meinung nach. Und ich mag sie so sehr, weil jedes Mal, wenn ich die einführe, lerne ich den Betriebsrat kennen und habe nette Gespräche mit den netten Kollegen vom Betriebsrat. Und was ich ja hier gar nicht will, also was ist die Flusseffizienz eigentlich? Letztendlich geht es um Arbeitszeit im Verhältnis zur Durchlaufzeit. Und dann denkt immer jeder, ich will irgendwie auf Personenbasis messen, wie lange er denn dran gearbeitet hat. Das habe ich tatsächlich auch mal gedacht. Es ist Quatsch. Und wenn ich mein System analysiere, dann habe ich immer Bereiche, wo Arbeit einfach rumliegt und wartet. Und ich habe Bereiche, wo per Definition dran gearbeitet wird. Wenn ich mir das mal aufmale, so wie hier in diesem ganz kurzen Beispiel, dann sehe ich Bereiche, wo Arbeit wartet und ich sehe Bereiche, wo dran gearbeitet werden sollte. Und wenn ich wenig Arbeit parallel im System habe, wird da auch dran gearbeitet. Allein diese Flusseffizienz reicht mir schon, um einen Trend aufzuzeigen, wo wir denn stehen. Traurig ist, dass das, was die meisten Firmen reporten, im einstelligen Bereich ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Flusseffizienz von 10% hieße, wenn ich eine Durchlaufzeit von 100 Tagen habe, dann arbeite ich da 10 Tage dran. Der Rest wartet die Arbeit im System. Das wird am meisten reported. High-Performance-Teams, und das ist die Spitze des Eisbergs, die melden irgendwas von 25%. Seht ihr, wie groß der Hebel ist an der Stelle, nämlich an den Wartezeiten zu arbeiten? Und ein zweiter Punkt, den man sich mal durch den Kopf gehen lassen muss, wenn mein System überwiegend von Wartezeiten bestimmt ist, dann ist eigentlich auch egal, ob ich mit einem Sportwagen oder mit einem 7,5-Tonner durch die Stadt fahre. Die Größe von den Aufgaben hat auf einmal relativ wenig Einfluss auf meine Durchlaufzeit. Also auch hier wieder Flusseffizienz ermitteln, Maßnahmen treffen, Wartezeiten zu identifizieren und zu beheben und gucken, ob sich meine Kurve in die richtige Richtung entwickelt. Blocker sind ein effizientes Mittel, den Root Cause zu finden von meinen Teams. Wo wartet Arbeit im System? Habe ich irgendwo Abhängigkeiten zu anderen Teams oder vielleicht zu externen Lieferanten? Da habe ich schon mal einen schönen Hebel, um Wartezeiten insgesamt zu reduzieren. Deswegen lohnt es sich, von den Teams die gemeldeten Blocker zu analysieren und damit was zu machen. Eine andere schöne Metrik, die auf der Programmebene essentiell ist und die ich mir mal angucken sollte und über die ich mir Gedanken machen sollte, ist meine Wertliefereffizienz. Wo verpufft denn eigentlich Arbeit in meinem oder Energie in meinem System? Wenn der Input in mein Delivery-System größer ist als der Output, dann habe ich da Motivation verschwendet. Dann habe ich wertvolle Energie verschwendet. Das gilt nicht, bevor ich daran anfange zu arbeiten, dann ist es gewünscht, Sachen wegzuschmeißen. Aber wenn wir uns gegenseitig committen, das ist jetzt wichtig, mache es, dann möchte ich nicht, dass Sachen aus dem System verschwinden. Ich könnte mal analysieren, wie viel meiner Arbeit verwende ich denn darauf, um schlechte Qualität zu verbessern. Ich habe schon Teams gesehen, die machen nichts anderes und für die fühlt sich das völlig normal an. Aber aus Systemsicht ist das eigentlich auch Verschwendung, weil ich könnte mich ja vorher um die Qualität kümmern. Oder aber auch, wie viel Zeit brauche ich denn eigentlich, um meine eigenen Fehler zu fixen? Also wirklich mal so zu gucken, wo verpufft die Energie in meinem System und auch da, was können wir dagegen tun? Absolut empfehlenswert. Für Trains, für Large-Solution-Organisationen, wir sind für ein Produkt verantwortlich. Wir müssen uns darum kümmern, wie wir den Wert ermitteln, den wir mit diesem Produkt liefern. Net Promoter Score hatte ich schon angesprochen. Es ist so ein Standard, den man immer wieder sieht. Was ich sehr schön finde, was ich auch empfehlen werde und kann, ist der Evidence-Based Management Guide von der Scrum.org. Der beschäftigt sich in dem ganzen Guide darum, wie kann ich denn genau solche Sachen, wie kann ich den Businesswert ermitteln.
lohnt sich, den mal runterzuladen und sich anzugucken. Wenn ich im Safe-Kontext unterwegs bin, dann habe ich am Ende vom PI habe ich eine Inspect- und Adapt-Session. Und genau diese Metriken, nämlich die Vitalparameter meiner Teams und von meinem Train, meine Flusseffizienz, also wie viele Wartezeiten habe ich im System, meine Cluster und mein Energielevel oder wie viel Energie ich denn irgendwo verschwende. Das sind genau Sachen, die ich mit in die Inspect und Adapt reinbringe, die ich auf jeden Fall in dem Bereich, Safe sagt dazu, quantitativ Measurement, wo ich mir meine Zahlen angucke. Da würde ich die reporten, da würde ich die analysieren mit den richtigen Leuten und dann hinterher in der Problem-Solving-Session Maßnahmen dafür identifizieren. Absolut wichtig. Der Output von diesem Flow-Review sind dann halt Maßnahmen für mein System und Input für mein Portfolio-Level, wenn ich denn eins habe, für das Portfolio-Review. Portfolio-Level existiert dann meist, wenn ich mich um mehrere Produktlieferorganisationen kümmere. Wenn ich Abhängigkeiten habe, die zwischen den Produkten gemanagt werden müssen. Ich erwarte, dass innerhalb der agilen Organisation, Trains, Large Solution, dass Abhängigkeiten intern selber gemanagt werden. Aber wenn ich zwischen Trains Abhängigkeiten habe, wenn ich zwischen Lieferorganisationen Abhängigkeiten habe, dann ist das für große Apex zum Beispiel, ist das die Aufgabe von dem Portfolio-Level-Management. Hier gelten nach wie vor die Vitalparameter. Ich muss mir die von meinen Organisationen, von meinen Trains und Large Solutions angucken. Und hier ist genau die richtige Ebene, wenn ihr irgendwo als Ziel stehen habt, Business Agilität zu erreichen, dann ist das Level, das richtige Level zu reflektieren, wo stehen wir denn da? Ihr habt vielleicht eure Time-to-Market-Geschwindigkeit gesenkt. Herzlichen Glückwunsch. Aber zu welchem Preis? War das irgendwie eine Kraftanstrengung für euch, für eure Organisation? Könnt ihr auf Marktevents wie Corona schnell und einfach reagieren? Oder habt ihr das jetzt einmal gerade hingekriegt und noch ein zweites Mal werden eure Mitarbeiter das nicht mitmachen? Business Agilität zu erreichen heißt, dass ich wenig Probleme, dass ich keine Probleme habe, dass ich halt immer noch nachhaltig auf solche Events reagieren kann, dass ich mit einer guten Quantität, Qualität und Geschwindigkeit liefern kann. Das ist der Gradmesser, den ich mir stellen muss, wenn ich über Business Agilität spreche. Nur einmal meine Strategie zu ändern, ist, dann seid ihr noch weit von dem Ziel entfernt. Ein Punkt hier, weil ich gesagt habe, wir kümmern uns um Abhängigkeiten zwischen Trains. Gerade im Portfolio-Level sollte mir bewusst sein, wenn ich Abhängigkeiten habe, dann sollte ich die transparent machen, wie viele es denn sind. Diese Beispielrechnung hier, wenn ich 3 Abhängigkeiten habe, dann ist die Chance, dass mein Plan funktioniert, 1:8. Und wenn ich 4 habe, ist er schon 1:16. Abhängigkeiten schränken euren Backlog absolut stark ein. Ihr habt nicht mehr die Möglichkeit, nach Outcome, nach Wert zu eurem Backlog zu ordnen, sondern hier geht es nur noch, die Abhängigkeiten zu managen. Zugegebenermaßen, diese Beispielrechnungen basieren auf einer 50-50 Wahrscheinlichkeit, dass die Abhängigkeit erfüllt wird oder nicht. Aber in einem hochkomplexen Umfeld wie dem, wo wir uns tagtäglich bewegen, ist das eigentlich kein schlechtes Beispiel, damit zu rechnen. Also habt eure Abhängigkeiten im Griff und versucht, die möglichst klein zu halten. Einen anderen Punkt, den ich immer wieder sehe und wo ich überzeugt bin, dass man da mehr Energie reinstecken kann, ist nämlich, wann ist denn eigentlich ein Epic fertig? Ich habe eine große Initiative auf der Portfolioebene, das heißt, mehrere Trains sind damit beschäftigt und dieses Epic ist so riesengroß, das kann ich nicht während eines PI-Zyklus machen, sondern ich muss es klein schneiden und dann anhand von Features ausliefern. Oft sehe ich, wenn ich dann frage, wann ist denn euer Epic fertig, dann heißt es immer, ja, wir haben da 15 Feature rausgemacht und wird gerade analysiert, sind aber irgendwie 100 Stories. Und wenn fertig, dann fertig.
Das ist aber nicht die Idee dahinter, weil was ihr da machen müsst, ist auch wieder schöne Metrik zu erheben und euch die Wertentwicklung angucken. Was für einen Wert liefert dieses Epic denn? Und wenn ihr dann irgendwann seht, dass diese Kurve hier flach wird, dann seid ihr gerade in einem Modus unterwegs, wo ihr nur noch Goldplating betreibt. Dann macht ihr noch ein paar Schnörkel dran und dann macht ihr noch vielleicht einen goldenen Henkel dran, aber ihr liefert keinen Wert mehr. Für das System, für die Organisation wäre es jetzt viel, viel, viel besser und wichtiger, das nächste Epic aus dem Backlog zu ziehen und hier wirklich Wert zu liefern und nicht irgendwas schön machen. Dann wird das Epic halt nicht fertig. SoWhat braucht keiner die letzten 20% Feinheit. Wenn der Kunde sagt, perfekt, wenn mein Stakeholder sagt, bin ich total zufrieden mit, ja, dann geht das nächste an. Ist das für die Organisation viel, viel wichtiger. Portfolio-Level, Wertentwicklung, habe ich schon mal erwähnt, ist genau dasselbe wie auf den Ebenen mit Train und Large Solution. Ganz wichtig, weiß ich nicht genau, wie man den am allerbesten erhebt, weil es so unglaublich individuell ist und muss man in eurem Kontext sich überlegen, wie es am besten geht. Und all diese Informationen solltet ihr im Portfolio Review analysieren. Portfolio setzt sich regelmäßig zusammen, alle 3 Monate, um halt auch Budgeting für die Zukunft zu planen, welchen Train wird wie unterstützt. Und das sind Informationen, die wir an der Stelle benötigen, um gute Entscheidungen zu treffen. Hier in dem Operations Review, Teil von dem Portfolio Review, wenn ich über skalierte Agilität, wenn ich über SAFe spreche, sind dann die strategischen Entscheidungen, die ich treffen muss für das Portfolio und für meine Systeme. Ein paar ganz grundsätzliche Überlegungen. Diese Vitalparameter sind zum Teil wirklich einfach zu erheben. Und die messen nur die Leistungsfähigkeit von dem System. Und die sind allgemeingültig. Alle weiteren Parameter müsst ihr überlegen. Unsere Organisation, eure Produkte sind so vielfältig wie die Welt der Säugetiere. Ihr müsst euch überlegen, welche Metrik zusätzlich brauche ich für was? Was ist der Wert der Metrik? Was ist eure Benefit-Hypothese? Was macht ihr mit dieser Metrik? Wie groß ist der Schmerz, diese Metrik zu erheben? Beeinflusst es vielleicht sogar mein System? Und ganz wichtig, kommuniziert diese Metrik und erklärt, warum erheben wir die? Hier Lean Canvas, kennt ihr alle, habt ihr wahrscheinlich alle schon mal ausgefüllt. Das hier ist eine Variation von einem Lean Canvas, Key-Metriken. Wenn ihr zusammen das Canvas ausfüllt, überlegt euch gleich, was sind die essentiellen Metriken, die wir vielleicht zusätzlich noch brauchen. Die Vitalparameter für Organisationen könnt ihr immer auf eure Liste schreiben. Was ihr noch zusätzlich braucht, müsst ihr zusammen entscheiden und überlegen. So, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich bin am Ende von dem Vortrag. Danke, Marc. War ein sehr spannender Vortrag. Ja, man drückt sich auch gerne mal so um diese Metriken-Thematik und sagt, naja, wir wissen es schon und es soll das Team entscheiden und so weiter und so fort. Aber in großen Systemen muss man da ein bisschen Abstand gewinnen und man muss einfach gucken, welche Daten hat man und was kann man aus den Daten rauslesen, damit man nicht irgendwie in ein lokales Optimum reinläuft, sondern also grundlegende Probleme auch frühzeitig erkennt. Kann. Peter, hast du den Chat mitgelesen? Gibt es da spannende Fragen? Ich habe ein bisschen mitgelesen und zu den Metriken schrieb der Manuel nochmal, dass die zwar immer schön sind, aber oftmals möchten Unternehmen die Wahrheit, die sich in den Zahlen ja dann widerspiegelt, eigentlich gar nicht wissen. Und das ist vielleicht unter Umständen das größere Problem, aber tatsächlich fand ich es super wertvoll, eben mal ein klares Bild dafür zu bekommen, welche Metriken aus welchen Gründen denn wie viel Sinn ergeben tatsächlich und das in den verschiedenen Kontexten. Also dafür echt nochmal vielen Dank. Der Marc, vielleicht bei dir, danke.
Bei dir hat es im Hintergrund ein wenig gepocht. Hier hatte der Markt zu Beginn schon mal noch was einfach nur als Erfahrung wiedergespielt. Er schrieb, wir haben eine Team-Health-Metrik als Gegenpart zu den Metriken wie Say-Do-Ratio und Velocity, um neben der Performance auch die Gesundheit der Teams sicherzustellen. Ich denke, dass also nie eine eindeutige Antwort darauf geben wird, wer genau welche Metriken braucht, oder? Wie siehst du das als Berater und Coach? Ich stelle dir jetzt mal gerade die Frage, weil ich vermute, dass das. Also ich bin nur immer erstaunt, auf was für absurde Ideen man kommen kann bei den Metriken, also welche Anti-Pattern man da sieht. Und eine Sache, die man auf jeden Fall verstehen muss, ist, dass Messen Systeme verändern. Also wenn ich eine Metrik erhebe und sage, das ist jetzt eine wichtige Metrik, dann werden sich die Menschen oder die Organisationsteile verändern. Also vielleicht im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne. Also ich hab da so ein Beispiel, haben wir bei einem Unternehmen und dann hieß es Function Points, total wichtig. Und dann haben Teams nur noch Aufträge bearbeitet, wo viele Function Points dran hingen und unterm Strich war das kein lauffähiges System mehr danach. Also nur so als Beispiel. Und das nochmal kombiniert mit einem Wettbewerb zwischen den Teams. Also man kam rein ins Büro und dann hat man gesehen, das sind die 7 Teams und folgende 3 Teams sind führend und folgende 3 Teams sind die Loser-Teams, also im Sinne von den Function-Points-Metrik. Und das hat sehr viel kaputt gemacht. Also das sowas sollte man vermeiden. Ja, Klaus Dieter schrieb noch, möchtest du direkt was dazu sagen, Marc, weil dein Mikro wieder an ist? Nee, also ich bin da ganz bei Felix. Also das ist, glaube ich, so das Essentielle, dass man wirklich erklärt, mich interessiert nur das Gesamtsystem und das möchte ich messen. Da möchte ich gucken, wie das System funktioniert und in welche Richtung es sich entwickelt. Und ganz oft habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, sobald man über Metriken spricht, denkt man, ich will hier die Leute oder man möchte die Leute überwachen. Und das ist, glaube ich, auch ein schmaler Grat, weil da ist auch halt viel Schlechtes in der Vergangenheit passiert. Und deswegen ist mir auch so wichtig, dass man wirklich sagt, die Metriken, die brauchen wir genau dafür. Das ist das Why dahinter. Und ich messe nicht, wer wie schnell arbeitet, sondern ich messe einfach nur, wie lange Arbeit irgendwo im System auf irgendwas wartet. Ganz abgekoppelt von den Personen. Also ich denke, da sind wir dann auch wieder bei dem Tool-Thema. Ich meine, man möchte ja das nicht nochmal irgendwie zusätzlich erheben wollen, sondern das muss eigentlich beim normalen Arbeiten mit abfallen. Also diese Flussinformationen und solche Dinge. Mhm. Das heißt, wir sind da bei den Kanban-Boards und den Tools, die halt ordentliche Kanban-Boards ermöglichen, dass man zum Beispiel so eine Flusseffizienz dann auch einfach ermitteln kann. Genau, also ich habe auch den Talk jetzt gerade nochmal unserem Jan, dem Solution Owner von Agile Hive, empfohlen, dass wir uns das auch nochmal anschauen, weil deine Fragen, die du aufwirfst und die Antworten, die du gibst, natürlich super interessant sind für Systeme, die halt eben, wie Felix gerade sagt, halt eben diese Zahlen einfach auswerfen kann, weil sie sowieso parallel schon eigentlich da sind und nur noch in irgendeiner Form irgendwo angezeigt werden müssen. Also dafür auch schon mal vielen Dank. Absolut. Gut, ich glaube, der Blick auf die Uhr sagt uns, dass wir weitere Diskussionen dazu auch gerne wieder auslagern in eine Session. Also wenn du Lust hast, kannst du gerne auch eine Session anbieten. Im Hopin findest du es auf der linken Seite. Und dann, wenn du das weißt, dann können wir es natürlich auch an der Stelle hier entsprechend nochmal propagieren, um wie viel Uhr du vielleicht dort sein wirst, vielleicht auch direkt. Oder ansonsten kann man dich sicherlich auch noch während der Veranstaltung mit der Direct Message erreichen. Auf jeden Fall, ja. Super. Okay, dafür vielen Dank. Und dann von unserer Seite vielen Dank. Ich poste auch gleich nochmal einen Link, wo ihr wie gehabt auch zu Marks Vortrag Feedback für ihn hinterlassen könnt. Das ist sicherlich eine große Hilfe, um rückblickend halt eben auch den Vortrag selbst bewerten zu können. Jo, danke Marc für deinen Vortrag und ich wünsche noch viel Spaß auf der Konferenz. Werde ich haben. Euch vielen Dank, an alle Zuhörer vielen Dank. Und ja klar, ich freue mich über Feedback und über Austausch. Danke dir, alles Gute. Alles Gute. Ciao. Ciao.